Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Anno 2205. Beim letzten Mal haben wir es hier geschafft, unsere U-Bahn zu bauen und anschließend hier unsere Investoren zu versorgen. Außerdem haben wir es geschafft, hier den Schritt 2 des Projekts zu erledigen. Jetzt haben wir Schritt 3 vor uns. Marmorwerke werden das Tüpfelchen auf dem I sein. Natürlich kann ich, Moment, gerade ruft ein Investor an. Da muss ich rangehen. Sie kümmern sich um alles, richtig? Sammeln Sie Marmorstein mit Ihrem Fahrzeug. Ja, das sollte doch machbar sein. Minimap an, Tab für mein Kommandoschiff. So, wo ist denn der Marmorstein hier oben? Ich frage mich, wie lange man hier mit Shift Kommandos vergeben darf. Das wohl reicht für 8. So, mal schauen. Da rast unser Schiff auch schon los. Wir werden uns demnächst auf jeden Fall nochmal um den Mond kümmern, um dieses Hauptprojekt, weil wir jetzt so eine gute Creditbilanz haben, dass uns da definitiv noch was, dass wir da definitiv noch was machen können. Wir haben jetzt auch schon fast 1 Million Credits. So. So, abgeschlossen. Jetzt müssen wir das nur noch hier hinbringen. Das war aber mal ein einfacher Schritt. Da haben wir schon mal deutlich schlimmere Sachen machen müssen. Makellos ausgeführt. Das muss ich zugeben. So, nächster Schritt. Ich habe hier was den Wert Ihres Unternehmens drastisch steigern kann. Aha, und zwar? Besitzen Sie wie eine Arbeitskraft von 2500? Ist das dein Ernst? Davon haben wir fast das Dreifache. Also zumindest mehr als das Zweifache. Das Zweieinhalbfache so ungefähr. Ja, das heißt, wir können jetzt einmal hier warten. Mal wieder. Wir können aber mal schauen, dass wir vielleicht, bevor wir zum Mond gehen... Ich habe etwas Zeit übrig. Nö, wir machen hier noch keine Versorgung der Investoren. Ich würde sagen, wir schauen uns hier nochmal nach dem Projekt, nach dem Hauptziel hier um und bauen Sie einen Fusionsreaktor, erstellen Sie eine Transferroute für Deuterium nach Iwamoto-Krater und produzieren Sie Helium-3 in der Mondregion. Ich würde sagen, darum kümmern wir uns jetzt heute. Das heißt, wir laden jetzt... Oh, vorher machen wir mal gerade Folgendes. Wie sieht es denn damit aus? Hier haben wir eine Überversorgung von 6, da eine Unterversorgung von 1. Das heißt, abbrechen. Wir haben doch bestimmt schon eine Route, oder? Ja, dann erhöhen wir die Nummer um 1. So, vielleicht sogar um ein bisschen mehr. Nee, das können wir noch nachträglich immer machen. Ups, jetzt habe ich gleich auf Abbrechen geklickt. So war das nicht gedacht. Ein mehr. Bestätigen. Objektprofil wird aktualisiert. Und dann laden wir mal den Iwamoto-Krater, um dort unseren Vorsprung weiter unsere Forschung hier weiterzumachen. Geht das hier eigentlich weiter? Nee. Leider läuft die Zeit da nicht weiter, aber dann kümmern wir uns da demnächst drum. Wir machen jetzt aber nochmal eben eine neue Transferroute, bevor das geladen hat. Oder während das noch lädt. Und zwar wählen wir aus... Wie sah das denn aus? Arktis, Deuterium war das. Während der lädt, darf ich scheinbar nicht viel machen, weil die Framerate ist hier absolut im Keller gerade. Sollte das aber eigentlich geschafft haben, oder? So, Deuterium. Ausgangsvektor hier. Zielsektor da. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Wir nehmen mal die 5. Die ersten Deuterium-Lieferungen sind gerade in den Mondorbit. Ja. So, jetzt haben wir dafür natürlich deutlich weniger Credits aktuell. Wir sollen auf jeden Fall hier jetzt Helium-3 produzieren. Dann machen wir das doch mal. Helium-3, wie geht denn das? Helium-3 benötigt einen Bergbauplatz. Haben wir noch irgendwo einen Bergbauplatz? In der Nähe, ja, hier. So, und ich weiß, wir brauchen dafür noch Schilde. Zack. 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 Helium 3, der Treibstoff der Zukunft. Bislang ist dieses Potenzial noch nicht angezapft worden, aber das wird sich ändern.
So, wir verbraten jetzt auf jeden Fall schön unser Geld. So wenig Logistik, ist klar. So. Aber wir wollen diesen Auftrag jetzt einfach mal abschließen. Und jetzt brauchen wir noch einen Fusionsreaktor. Ja, dann kann ich wahrscheinlich gleich auch die Energie da wieder korrigieren. Es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Sie haben gerade eine unerschöpfliche, saubere Energiequelle erzeugt. Das wird die Menschheit in eine neue Ära katapultieren. Kobalt. Und jetzt teilen Sie Ihre Errungenschaften mit der Welt. Die Global Union möchte, dass Sie die zwei stärksten Energietransmitter bauen, die es je gegeben hat. Moment. Ich muss mal eben schauen. Fusionskraftwerk. Fusionsenergiezellen werden benötigt. Hier machen wir Helium 3. Wir brauchen ja erstmal noch Fusionsenergiezellen. Die haben wir gar nicht. Jetzt haben wir gerade einen Verlust. Das kann ich gerade mal akzeptieren. Wir haben hier ernsthaft 900.000 verbrannt. An Geld. So, wie viel Energie lieferst du denn? Wenn wir dich mal gerade schlafen legen. Haben wir dann noch genug Energie? Ja, aber locker. Moment. Ja, wir stellen genug Fusionsenergiezellen her. Das kostet uns jetzt nichts. Das heißt, wir lassen es jetzt einfach mal so, weil dann kann ich das später nochmal hochfahren, möglicherweise. Können wir hier... Creditwartung. Unbedingt. Es gibt nichts, wofür wir mehr Creditwartung brauchen, als für ein Objekt, was 7.500 kostet. Hier können wir auch noch welche gebrauchen. Aber ich glaube allgemein... Oh nee, das war eigentlich gar nicht das, was ich haben wollte. Jetzt stelle ich nur noch mehr Helium 3 her, ne? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Energiekostenwartung, Arbeitskraftwartung, Logistikwartung. Ja gut. Plus 4.000 nur noch, aber dafür haben wir immerhin unser Ziel erfüllt. Verbessern Sie Ihren Raumhafen in der Ivo-Mot-Krater mit einem Energietransmitter. Okay, dann machen wir doch mal. Können wir noch nicht, weil wir noch zu wenig Fusionsenergiezellen haben und zu wenig Offiziere. Gut, dann machen wir noch ein paar mehr Offiziere hier hin. Holen uns noch mal ein paar Titanplatten vorher, weil die hier so schön rumliegen im Krater. Offiziere. Wohneinheiten. 1, 2. Passt natürlich wieder hier nicht mit meinen tollen Wegen, die ich gesetzt habe. Kein Schutz für Schilde, ist klar. So, dann wird hier umgezogen. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Naja. Dann kann ich alles haben. So. Kostet euch zu upgraden auch Geld? Steinig. Ja. Verstanden. Hier ist keine automatische Beförderung aktiviert. So soll das auch sein. Wie sieht es hier mit unserer Versorgung aus? Da ist, glaube ich, alles ganz gut. Wahrscheinlich haben wir zu wenig Versorgung an Verjüngungsgurten gleich wieder. Wir haben jetzt halt hier so viel Energie, das brauchen wir überhaupt nicht. So wenig Wartungsstationen, nee, ist jetzt nicht euer Ernst. Das läuft so. So, dann kommt ihr halt weg, wenn wir keine Wartung für euch bereitstellen können. Steinig. Verstanden? So. Bist du jetzt zufrieden, was die Leute betrifft? 750 brauchen wir. Da wird wohl noch ein Haus benötigt, oder? Ich denke, er wird jetzt bei 730 oder so stehen bleiben. Ja, sieht leider stark danach aus. Aber jetzt sollte es passen. Kostet uns das auch Geld oder kostet das nur Fusionsenergiezellen? Haben wir schon 25 Fusionsenergiezellen? Könnte durchaus sein. Neue Gebäudearten verfügbar. Bau von Transmissionsraumhafen. Okay. Ermöglicht Energietransferrouten. Das heißt, wir können nämlich unsere Energie dann scheinbar vom Mond weg
leiten auf die Erde und dann sollten wir nämlich da auch Geld einsparen können. Warum haben wir gerade keine Energie mehr? Ach so, weil wir die ganzen... Stopp des Raumhafenausbaus bestätigt. Ja, weil wir natürlich die ganzen Energiezellen dafür gerade dann benötigen. Wir machen gerade mal Folgendes. Wir schmeißen hier die Energie an. Damit es gerade Geld kostet, damit wir hier das Ganze schneller machen können. Denn so haben wir hier zwar zu wenig Strom. Wir können gerade mal das zum Schlafen schicken. Damit wir die ganzen Energiezellen, die hier produziert werden, erstmal in den Raumhafen stecken können. Du lässt dir wirklich Zeit. Sektorbilanz minus 21. Wahrscheinlich muss man da irgendwelche Ticks abwarten, oder? Ja, es kommen aber immer mehr dazu. Also man sieht hier, der Fortschritt steigt langsam, aber sicher. Wir beschleunigen das mal weiter. Weil ich möchte das jetzt hier wirklich schaffen. Energie weiterliefern können, denn dann ist es auch mit unserem etwas bescheideneren Budget hier, mit unserer Bilanz, die etwas nachgelassen hat jetzt hier, sollte es deutlich besser sein, wenn wir nämlich in unserer Hauptregion die Energie ein bisschen abschalten können. Und ich denke, wenn es einmal läuft, ist hier das, die Energieversorgung über den Mond am besten. Sonst wäre es nicht so teuer. Wir hatten hier unglaubliche Mengen an Energie plötzlich. Raumhafenerweiterung genehmigt. Okay, jetzt machen wir noch 20 Magnetit, das machen wir gleich, weil wir wissen ja, dass da eine Cutscene kommt. Das kam ja bisher immer, deshalb schalten wir den jetzt an. Den lassen wir jetzt auch mal an, oder? Dann machen wir den aus. Ne, wir machen den aus. So, dann schließen wir hier das Upgrade ab. Oh ja. Erst führt die Global Union die Erde an den Rand des totalen Blackouts. Dann drängen sie die Mondbevölkerung zu einer Lösung. Und jetzt wollen sie uns die Früchte unserer Arbeit stehlen. Aber das lassen wir nicht zu. Okay. Verbessern Sie den Raumhafen in Viridische Bucht mit einem Energietransmitter. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal da die Fusionszellen hinliefern, ne? Das heißt, wir machen die doch nochmal aus. Haben jetzt hier eine Unterversorgung an Strom, ist klar. Zack, jetzt sollte sie wieder einigermaßen akzeptabel sein, die Versorgung. Und dann gehen wir hier wieder raus. Und uns fehlen Wartungsstationen. Ja, das ist mir gerade egal. Wir sollten nämlich aktuell eine Transferroute erstellen, denke ich, von hier nach dort. Achso, Waren auswählen. Vom Mond wollen wir im Moment Fusionsenergiezellen haben. Von hier nach da. Alle. Aha, man kann kleine und mittlere Cargo-Shuttles inzwischen schon wählen. Das kostet jetzt zwar auch ziemlich viel Geld, aber ich sehe nicht, wie wir das anders vernünftig machen können. Jetzt laden wir wieder unsere Viridische Bucht. Und, nee, er hat es hier doch geschafft. Das Projekt hat sich doch verrechnet. 0 Minuten brauchen wir nur noch, um das abzuschließen. Das heißt, das können wir auch noch eben machen. Es war eine gute Entscheidung, Ihnen das anzuvertrauen. Ja, sehr schön. Da können wir nämlich jetzt dann Schritt 4 noch machen. Ein Freiwilliger wird benötigt, der sich um dieses Problem kümmert. Oh, wir brauchen mehr. Oh, wir brauchen mehr Investoren für das Upgrade. Gut, das heißt, das müssen wir doch leider später machen. Jetzt haben wir so wenig Geld. Naja. Wir machen aber eben nochmal Schritt 5 von 5. Das will ich jetzt auch gerne mal zum Abschluss bringen. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis. Roger. Ja, wenig von allem, ist klar. Investoren sind aber doch jetzt unsere neueste Stufe, ne? Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Das heißt, da müssen wir uns gleich auch drum kümmern. Aber erstmal schließen wir jetzt hier diesen Auftrag ab. Ich will nämlich hier endlich mal wieder einen Fortschritt haben. Bestätigt. So. Das ist das zweite hier unten. Gehen wir dann wieder dahin. Was müssen wir denn eigentlich tun, um hier noch mehr zu machen? Hatte ich die Ausstiegsrechte freigegeben? Ja, schade. Das heißt, ich muss wohl wirklich mir eine neue Siedlung hier auf der anderen Seite errichten, damit wir mehr Investoren haben können. Die muss ich dann aber ein bisschen mehr durchplanen wahrscheinlich noch.
und nicht so einen wirren Haufen, wie wir hier haben, setzen. Ich würde sagen, das kommt dann aber erst nächste Folge. Erstmal machen wir hier nochmal ganz normal weiter. Schlechte Nachrichten. Ich werde woanders gebraucht. Die Produktion ist angehalten. Sie können wieder übernehmen. Wow, das war jetzt irgendwie unnötig. Halten Sie einen Produktionsüberschuss von irgendwas? Das, werden wir auch irgendwann mal machen. Aber noch nicht jetzt. So. Soll ich jetzt... Wie schaut es denn überhaupt hier mit unseren aktuellen Investoren aus? Die sind nicht so zufrieden, weil wir ihnen noch keine Bedürfnisse machen. Und deshalb sind hier noch nicht so viele Einwohner drin. Das heißt, wenn ich Bedürfnisse erfüllen würde, wären ja noch mehr Einwohner da. Vielleicht sollten wir das erstmal angehen. Es ist halt sehr teuer, wenn wir das machen, ne? Wir könnten eine Diamantmine machen. Wozu bräuchten wir die denn? Also, was für Sachen gibt es denn? Replikatoren hier, die wollen sie haben. Dafür haben wir schon mal nicht genug Credits so im Moment. So wie ich Sie bei Ihrer Vision einer Mondkolonie unterstütze, hoffe ich, dass Sie mir dann helfen, meine Vision eines Luxushotels auf dem Mond zu realisieren. Möglicherweise machen wir das auch. Ich würde fast sagen, wir müssen gerade mal noch mehr Geld scheffeln, ne? Und das geht am besten, wenn wir doch nochmal... Also wir dürfen es hier sowieso noch nicht upgraden. Wenn wir also sagen, wir gehen hier nochmal raus. Schauen uns unsere Routen an. Und deaktivieren diese Route. Ja. So, das bringt nämlich schon mal 3000 mehr. Dann gehen wir doch nochmal in den Iwamoto-Krater gerade. Um dort... gleich das nochmal abzuschalten. Ich bin immer unterwegs. Denn was bringt es uns hier, diese Versorgung mit ganz viel Energie zu haben und mit Fusionszellen, wenn wir sie doch noch nicht einsetzen können und das irre viel Geld kostet? Es sei denn natürlich, was würdest du uns denn geben für Fusionszellen? 159 Credits. Das heißt, wir würden für eine Lieferung gerade mal knapp 1000 Credits bekommen von 4 Energiezellen. Und das kostet ja mit Sicherheit mehr. Nein, abbrechen. So. Produktion ist angehalten. Das heißt, wir müssen jetzt diese Produktion anhalten. So. Und dann können wir auch die hier noch anhalten. Jetzt haben wir schon wieder eine Bilanz von plus 12.000. Jetzt könnte man theoretisch noch die Versorgungsroute zum Mond von Deuterium wegnehmen. Ich würde auch sagen, es würde sich eigentlich anbieten, ne? Ja. So, dann haben wir nämlich jetzt eine schöne positive Bilanz, die wir nutzen können. Entweder hier. Wo könnte man einen Quantencomputer herstellen? Moment, neue Transferroute. Quantencomputer. Kommen die aus der Arktis? Ja, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal hier hin. Dann hier haben wir das und die Unterversorgung an Quantencomputer und hier auch. Und wenn das beide Regionen brauchen, dann wäre das doch mal gut, da was Sie, zu machen. Falls Sie interessiert sind. Deshalb gehen wir jetzt mal in die Archia-Schollen. Wir sitzen hier eine tolle Energiebilanz. Das können wir auch mal machen, aber wahrscheinlich am besten erst, wenn wir die Energie-Upgrades haben. Möglichkeiten zum Auftrag für mich? Nein, habe ich nicht. Wir schauen nämlich jetzt mal eben, was brauchen wir denn für das hier, für eine Hardware-Fabrik. Brauchen wir Qubit-Prozessoren und einen Superkühler. Der Superkühler... ist nicht so das Problem. Der Superkühler verbraucht was? Methaneis und Deuterium. Oh, das heißt, da können wir mal unser Deuterium schon schön für verbrauchen. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Außerdem Gefrieren. Was? Gefrierreinraum? Okay. Brauchen wir Molybden und Diamanten. Und Diamanten können wir, glaube ich, nur in dem anderen Gebiet bauen, ne? Wir haben Quantencomputer,
3. Also wir brauchen dafür die Prozessoren. Und für die Prozessoren brauchen wir Diamanten. Und Diamanten können wir hier nicht abbauen. Das heißt, wir brauchen Diamanten aus der anderen Region, die wir hier hinliefern müssen. Okay, das ist ja schon mal wichtig zu wissen. Das heißt, wir werden hier jetzt mal die Diamantenmine bauen. Das machen wir aber, glaube ich, erst beim nächsten Mal. Wir sind hier schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wir haben ja auch viel geschafft hier. Unseren Auftrag dort weitergeführt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.